So Leute, und grüßt euch zum nächsten Part bei Treasure Hunter Simulator. Wie immer, bevor es losgeht, wenn ihr mit diesem Hobby beginnen wollt, also mit einem Metalldetektor auf die Suche gehen wollt, Sonden gehen wollt, so nennt man das auch, bitte, zuerst Leute, beantragt die Nahforschungsgenehmigung. Bitte erwerbt sie zuerst. Es ist wichtig, dass ihr die habt, sonst ist es nämlich illegal. Wendet euch dafür an den Kreisarchäologen eurer Stadt, bewirbt euch da, meldet euch da an, dann werdet ihr zu dem Theoriekurs und Praxiskurs dafür angemeldet. Nein, ihr müsst dafür nicht irgendeine Prüfung absolvieren oder sowas. Nein, nur einfach an den beiden Kursen teilnehmen, euch schulen lassen und das war's. In manchen Bundesländern kostet das natürlich was, diese beiden Kurse und die Genehmigung. In Niedersachsen zum Beispiel glücklicherweise nicht. In Bayern ist es bisher so gewesen, dass man ohne Genehmigung oder sonstiges losgehen kann und einfach dem Hobby nachgehen kann. Da ich jetzt gerade am Online-Kurs teilgenommen habe, heute war meiner, habe ich natürlich in dem Online-Kurs erfahren, dass es sich für Bayern bald ändern wird. So wie ich verstanden habe, wird man dann wohl auch bald eine Genehmigung brauchen. Auf jeden Fall wird bald eine Denkmalschutzpflege eingerichtet, also ein Denkmalschutz eingerichtet. Und sogar auch das, wie hieß es noch, das irgendwas mit Regal, Denkmalschutzregal oder so. Das habe ich jetzt nicht mehr ganz genau behalten. Das wird auch bald eingeführt dort wohl. Und ja, ne, also noch könnt ihr ohne Probleme einfach so losgehen. Ohne dass es dadurch illegal ist. Aber bald, Leute, ne, werdet ihr euch auch da um die Nachforschungsgenehmigung, wahrscheinlich wohl um eine Nachforschungsgenehmigung, kümmern müssen. So, das soweit dazu. Und dann würde ich sagen, die Zeit läuft jetzt. Und ja, los geht's. Ich gehe in den Computer rein. Aha. Wie ich ja in dem letzten Part gesagt habe, Prestige gestiegen. Dank allen Funden ist dein Prestige-Level gestiegen, also angestiegen. Okay, so, wir haben das Level 4 erreicht, haben 1404 Dollar. Das bedeutet, wir gehen jetzt erstmal Metalldetektoren und kaufen den nächsten Metalldetektor und statten ihn aus. Yippie! Dann gehen wir auf Sammlung, weil wir haben ein bisschen was schon mitgenommen. Und verkaufen die Funde natürlich, ne? Also die bezahlbaren, ne? Die unbezahlbaren Funde sind ganz besondere Funde, die können wir natürlich nicht verkaufen. Wollen wir auch nicht. Also, verkaufen. Verkaufen. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, warum liest du uns das nicht vor, was da steht? Das habe ich euch bereits bei den dann vorgelesen, als wir den Fund gemacht haben. Das ist hier genau derselbe Text, da ist nichts anderes. So, zack, verkaufen und verkaufen. So, wunderbar. So, dann würde ich sagen, auf E-Mail und nehmen den nächsten Antrag an bei Schloss Tenzin. Das ist jetzt ein Fotografieantrag, Fotograf. Und zwar, mache ein Foto vom Dorf, Anhang. Da an dieser Stelle standen wir schon, hatten diese Aussicht auf den Dorf schon gehabt. Da habe ich euch schon quasi einen Spoiler gegeben, dass wir da einen Auftrag haben werden. So, ich klicke mal drauf und dann lesen wir uns mal die Informationen dazu durch. Fotograf, hallo. Erst einmal möchte ich Ihnen für die GPS-Informationen danken, die Sie uns zugesendet haben. Es waren genau die gleichen Daten, die unsere Abteilung für Kartografie erwartet hat. Falls Sie immer noch daran interessiert sind, mit dem britischen Nationalmuseum zusammenzuarbeiten, suchen wir einen talentierten Fotografen, um ein paar Fotos des Dorfes unweit des Sees zu machen. Ein See ist da? Ja, doch. Ich meine, das haben wir da sogar gesehen. Schicken Sie mir bitte die Fotos, die Sie gemacht haben. Falls Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie mich umgehend. Dax Calhoun oder Calhoun, irgendwie so. The British National Museum. Okay. Nehmen wir natürlich an und dann würde ich sagen, wir geben ja auch gleich wieder dieses Schloss oder diese Burg, ne? Also, ne, Schloss Tenzin, tatsächlich doch Schloss, und dann würde ich sagen, machen wir das Foto und wenn wir nebenbei natürlich auch ein bisschen Funde machen, aber wir müssen zusehen, dass wir natürlich erstmal hauptsächlich wirklich alle Missionen in dem Spiel erledigen, wodurch das Let's Play dann offiziell natürlich dann später auch dann beendet sein wird, aber inoffiziell werde ich dann auch die Folgen ohne dann irgendeinen Titel weiterführen. Wo wir dann halt einfach allgemein dann auch halt die Level alle dann zu 100% abschließen werden, weil wir haben die Level natürlich damit nicht zu 100% abgeschlossen, wenn wir alle Missionen erledigt haben, nein, sondern wenn wir natürlich alle Funde in dem Level gefunden haben, alle relevanten Funde für die Abschließung der Level, ne, sobald wir sie alle gefunden haben, dann haben wir die Level auch alle abgeschlossen. So, erstmal natürlich erledigen wir die Mission, also den Auftrag, das heißt, ne, das Dorf von dieser Aussichtsstelle und diesen Punkt fotografieren. So. Nein, wir nehmen erstmal noch keinen Fund mit. Noch nicht.
den nehmen wir jetzt mal mit, weil wir schon ein bisschen jetzt näher dran sind, wo wir hin wollen. Und wir wollen natürlich die neuen Metalldetektor auch ein bisschen testen, ne? Genau. So, zack. So, wo haben wir es denn genau? Oh, der neue Metalldetektor, wie wir sehen, hat sogar schon eine ganz andere Spule. Schön. Die Spule ist das Ding unten. Dieses runde Ding unten. Nennt man auch Spule. Nennt man generell Spule, nicht auch Spule, sondern es heißt Spule. So. So, dann graben wir mal, dann wollen wir mal schauen, was wir da haben. Bin ich natürlich mal gespannt. So. Eine Patronenhülse. Dazu, Leute, habe ich natürlich auch gerade noch genauer jetzt in dem Online-Kurs gerade gelernt. Auch wenn es nur eine Pistolenhülse ist, bitte, Leute, nicht behalten. Immer sofort Polizei melden und natürlich wird die Polizei den Kampfmittelräumdienst dann auch dazu holen, wenn es natürlich nötig ist, aber bitte sofort die Polizei dann anrufen, Bescheid sein, dass ihr Munition gefunden habt oder Hülsen und bitte nicht mitnehmen und nicht behalten. Gefährlich. So, dann identifizieren wir eine alte 9mm Pistolenhülse. Identifizieren wir sie mal, um genaueres dafür, genauere Details zu bekommen. Cool. Da wir das wohl schon mehrmals identifiziert haben, ist es uns zum Teil schon bekannt. Also noch mal ein bisschen angucken. Okay, das war schon. Super. So. Kaputte 9mm Hülse. Typ, Schatz, Rarität, normal. Metall, sonstiges, Zustand annehmbar, Wert $7. Das ist ohne Zweifel eine Hülse für eine 9x19mm Patrone, auch bekannt als 9mm Parabellum oder 9mm Luger. Entworfen in 1902 in Deutschland für die Luger-Pistole, erlangte sie sehr große Popularität nach dem Ersten Weltkrieg. Heute ist es die bekannteste Patrone für Pistolen und Maschinenpistolen, die von Militär- und Sicherheitsdiensten auf der ganzen Welt verwendet wird. Jo, nehmen. Und jetzt geht's natürlich aber weiter zu dem Eigentlichen. Wir werden aber auf dem Weg dahin natürlich nicht jeden Punkt jetzt mitnehmen. Weil, ne, das natürlich auch Zeit verbraucht. Und wir wollen in diesem Part natürlich noch einige oder noch Möglichkeiten, noch den Rest der Aufträge hier schaffen. Nein, wir müssen jetzt nach oben natürlich. Den Punkt nehmen wir jetzt aber nicht mit. Und wenn er jetzt eigentlich direkt hier schon ist, wo wir hinwollen, nein. Nein, nein. Okay, den Fund nehmen wir jetzt aber mit, weil wir jetzt direkt schon vor dem Ding sind, wo wir hin wollen. Deswegen, ne? Oh, was ist das für eine Scheiße hier? Oh, was ist das für ein Mist? Das hab ich. Bin mal gespannt, was wir hier haben. Na, wo ist es denn jetzt, Mensch? Ah, da. Ah. Mann. Ja, komm. Buddel, so viel Zeit aber auch nicht. Ein was, ach, ein Nagel. Also nicht der Rede wert, brauchen wir gar nicht erst wirklich beachten. Aber, natürlich für alle, die wissen wollen, ist schon erkannt, ein alter, rostiger Nagel, nützlicher Schrott, langer Nagel. Tja, wie gesagt, Typ Müll, Rarität normal, Metall Eisen, ist also aus Eisen. Zustand gut und wert nur $1, also nichts Nützliches. So, aber jetzt, ne, zack. So, und zack, und Mission erledigt. So. Weitere hatten wir ja nicht angenommen gehabt, ne? So sieht's auch aus. Also, Freunde, zurück ins Büro und die nächsten Aufträge für diesen Ort annehmen. Ladies and Gentlemen, so. So, Computer anschalten. Na, Computer anschalten. So. E-Mail. Und da haben wir es noch. Russische Granate. Schloss Tenzin. Finde die russische Handgranate. Modell 1012. Attachment. Das heißt, hier soll die stecken. Da ich das Spiel aber schon so weit kenne und schon viel weiter kenne, weiß ich natürlich, wo wir sie finden. Also, Leute, gehen wir da einfach gleich schnurstracks dahin. Wir brauchen so gut wie gar keine Zeit und können dann danach natürlich gemütlich auch ordentlich Funde machen. Weil danach meine ich, gab es keine Aufträge mehr. Russische Granate, hallo. Während der Analyse ihrer Daten haben wir ein sehr wertvolles Objekt unweit von Rudno identifiziert. Falls ihre Dokumente die Wahrheit sagen, handelt es sich um eine russische Handgranate, Modell 1912, die irgendwo in der Burg liegt. Obwohl sich dies nicht gerade spektakulär anhört, ist dieses Objekt unter Sammlern sehr begehrt, weswegen sich auch das Museum dafür interessiert. Ich schicke Ihnen ein Foto des Standortes, an dem das Objekt zum letzten Mal gesehen wurde. Falls Sie Fragen haben, schreiben Sie mir bitte Dax Calhoun, der British National Museum. So, zu diesem Auftrag, Leute, wir müssen hier eine russische Granate suchen. Ich werde jetzt zu dieser Sache am Ende des Parts nochmal auf diesen Punkt drauf zurückkommen.
weil wir, wie gesagt, nochmal in diesem Part darauf zurückkommen, nachdem wir diese Mission erledigt haben und zum Ende des Parts gekommen sind. Warum ich darauf zurückkommen werde, werdet ihr dann sehen, weil es ist wichtig. Und los geht's, ich akzeptiere den Auftrag und ja, haben wir schon ausgerüstet, ist unsere Sammlung irgendwas gewesen, ja gut, das verkaufen wir eben. Und dann würde ich sagen, Schloss Tenzin, genau, und ja, los geht's. Ja, kostet das eigentlich jedes Mal $80, frage ich mich gerade, also die Reisekosten, also die würde ich jedes Mal bezahlen, wenn du dahin reist, oder? Ja, den natürlich jedes Mal, ist ja nicht logisch. So, jetzt gehen wir aber schnurstracks dahin, wo die Granate ist. Und soweit ich mich erinnern kann, war das natürlich der letzte Auftrag. Und dann werde ich den Rest des Parts natürlich gemütlich dann noch ein bisschen, ne, Funde machen. Weil ich werde die Parts so machen, da seht ihr dann natürlich, wenn ihr die Videos alle schaut, dass würde ich die Parts nur wirklich die Aufträge des Ortes beinhalten. Und nicht dann auch noch weitere Orte beinhalten. So mache ich die Parts nicht. So dass in diesem Parts auch wirklich nur der Ort beinhaltet ist und fertig. So, und deswegen hole ich mal ganz schnell in die Mission. Also erledige bei eben den Auftrag und dann für den Rest des Parts bis zum Ende des Parts, also, ne, dann noch Funde machen. 10 Minuten haben wir noch, wunderbar, da haben wir gleich noch gut Zeit, noch hier schön alle mal Funde zu machen, ne? Brauchen wir ja auch. Aber wir müssen ja auch Geld zusammensammeln, dass wir halt auch weitere Orte bereisen können. Denn andere Orte haben natürlich höhere Reisekosten. Ne? Zum Beispiel $200. Ja, und da wir natürlich die anderen Orte mehrmals bereisen müssten, also wird es dann mehrmals diese $200 sein müssen. Vermute ich zumindest. Wenn wir dann aber auch gleich auch sehen. So. Ich weiß ja, wo die Granate liegt, deswegen gehen wir schnurstracks jetzt dahin. Ja, doch, wir können sogar hier lang gehen, genau. Gehen Sie mal ab. Und zwar, Moment. Wenn ich jetzt nicht falsch laufe, genau doch, richtig. Befindet sich diese Handgranate nämlich hier. Na? Wo ist sie? Na komm! Hallo! Na komm schon! Ach, da war es schon, da haben wir es ja schon. Und das, liebe Freunde, ist die Handgranate. So, und wie gesagt, zum Schluss des Parts werde ich nochmal auf die Handgranate zurückkommen, weil ich euch nämlich was zeigen werde. Und euch dann, aufgrund dessen, was ich euch zeige, dann nämlich nochmal einen wichtigen Hinweis geben werde. So, unbekannt. Datierung, Erster Weltkrieg. Dies ist eine seltsam geformte Handgranate, scheinbar aus Russland. Von der Form her passt sie nicht zum Zweiten Weltkrieg, weswegen sie aus dem Ersten Weltkrieg oder auch früher stammen muss. So, dann identifizieren wir es mal und dann werden wir gleich wissen, was genau Sache ist. So, gucken wir mal. Aha. Auf jeden Fall ist ein wunderschönes Teil. Sieht sehr schön aus. Aber da sieht mir auch, für mich auch nicht unbedingt nach einer Handgranate aus, sondern vielleicht auch irgendwas aus einem Rohr oder irgendwas. Keine Ahnung. Rechts Maustick ist natürlich jetzt identifiziert, also lesen wir jetzt mal die Details. So, russische Handgranate, Modell 1912. Okay. Typ legendär. Rarität normal, Metall Eisen, Zustand gut, Wert unbezahlbar. Also, Datierung 1912 bis 1914. Dies ist eine frühe russische hochexplosive Handgranate, die durch ihren langen Holzstab auch als Stabgranate bekannt ist. Dieses Modell wurde nach Laternenknopf genannt. Das Design ist bei Handgranaten einzigartig, weswegen das Modell 1912 für Sammler ein echter Leckerbissen ist. Nehmen. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch für die restlichen 7 Minuten noch die Funde. Nehmen wir mal noch ein bisschen Funde mit, weil wir brauchen ja auch Geld, ne? Da ist schon was. Bin ich mal gespannt, was wir haben. Bin ich mal gespannt. Ach, ein Kronkorb. Was soll denn das wieder? Naja, gut, kann man. Na gut, den werden wir gar nicht verkaufen können, weil der wird direkt als Müll gewertet und rausgeschmissen aus dem Katalog im Computer. So. Flaschenverschluss, Typ Müll, Rarität normal, Metall, Eisen, Zustand gut, Wert $1. Ein alter rostiger Flaschenverschluss aus einer Wasserflasche. Wenn du bis 2077 wartest, könnte dir etwas wert sein. Ja, durchaus schon. Aber interessant wäre natürlich, sich noch dabei zu fragen, wie werden wir überhaupt 2077 unsere Getränke transportieren? Wird es immer noch so sein, dass es Flaschen sind, oder wird das schon ganz anders sein? Und vielleicht werde ich sogar noch das Jahr erleben.
Wer zumindest nicht steigt, werde ich dann natürlich sehen. Ob ich bis dahin noch lebe. Die müssen doch wirklich sein. Krass. Ich meine, ich will sogar wirklich sein. Ich meine, wir haben 2022. Das heißt, in 50 Jahren ist es soweit. Ach ja, gut. Da wird es wahrscheinlich doch nicht soweit sein. Obwohl, in 50 Jahren... Ja, doch, könnte schon... Könnte dahin kommen, dass ich noch da noch lebe. Wenn ich da noch lebe. So, ja, heißt das jetzt eine Abfiehlasche, genau. So, Metalllasche, Typ Müll, Rarität normal, Metall, Eisen, Zustand gut, Wert 1 Dollar, 13 Dollar, hätte mich jeder auch gewundert. Habe ich mir noch fast lustig verlesen. Eine Metalllasche von einer Dose, in der sich wahrscheinlich ein Getränk befand, nutzloser Schrott. Im Moment nutzlos, aber es gibt hier Aufträge, wo es nicht lustig ist, wo wir nämlich sowas brauchen. Und noch was, jawohl, nehmen wir auch noch mit. Also ich habe ja ohne Ende Funde, Wahnsinn. Aber ich nehme mal an, das liegt wahrscheinlich auch an dem Metalldetektor. Vermute ich zumindest mal. So, da haben wir schon. Was haben wir denn da? Bin ich mal gespannt. Ach, wieder ein alter Rostiger. Na ja, ja, ja. Aufheben. Ja, sehr schön. Sehr schön. Aber nichts Nützliches. Kurzer Nagel. Tippmüll. Rarität normal. Metall Eisen zustand gut. Wert 1 Dollar. Ein alter, rostiger nagelnusser Schrott. An alle, die schon seit dem ersten Part zuschauen, die ich wahrscheinlich gerade fragen, warum liest du denn da schon wieder vor? Das kennen wir doch schon alles. Es gibt doch Leute, die vielleicht gerade mal zuerst auf diesen Part von mir stoßen. Und die wissen ja dann nicht, dass ich in den anderen Parts das schon vorgelesen habe. Deswegen, für alle, die dann, lese ich das in jedem Fall alles natürlich nochmal vor. So, ich würde sagen, 4 Minuten noch. Einen Pfund machen wir noch oder zwei und dann gehen wir zurück ins Büro. Und dann werde ich nämlich auch endlich mal auf diesen Jan-Kanal zurückkommen, weil ich muss euch nämlich dann was zeigen. Ich spoilere mal ganz kurz, wo hier nämlich der Entwickler des Spiels einen Fehler gemacht hat und offensichtlich wahrscheinlich nicht wirklich ganz richtig informiert ist. Werdet ihr gleich sehen, was ich meine. Wieder eine Patronenhülse, wie ich sehe. Oh! Also nochmal für alle in diesem Part auch, wenn ihr eine Patronenhülse findet, das habe ich gerade auch richtig im Online-Kurs gelernt, bitte nicht behandeln, nicht behalten, nicht behalten. Auch wenn es nur eine Hülse ist, wo nichts drin ist, nicht behalten, bitte. Der Polizei melden, Bescheid sagen, dass sie sich das angucken und übergeben. Nicht behalten. Eine Patronenhülse, egal was es ist, egal was es doch von den Kampfmitteln ist, nicht behalten, nicht mitnehmen, gefährlich. Bitte sofort die Polizei alarmieren und übergeben. Beziehungsweise gar nicht erst weiter anfassen, sondern die dann daran gehen lassen und die das dann natürlich nehmen lassen, ne? Aber bitte nichts weitermachen, nicht mitnehmen, nicht behalten, nichts. Unbekannt, Typ unbekannt, Rarität unbekannt, Metall unbekannt, Zustand unbekannt, Wert unbekannt. Eine massive Hülse, wahrscheinlich für 50er BMG-Patrone. Wie wir identifizieren und schauen uns das mal genauer an. So, okay, schon zu Hause identifiziert, weil er das Teil schon ein bisschen kennt. Das Spiel. So, zack, also. Zerstörte 50er Kallhülse. Typ Schatz. Rarität normal. Metall sonstiges. Zustand annehmbar. Wert 8 Dollar. Zweifellos ist dies eine Hülse einer massiven 50er BMG-Patrone. Dem Standort nach zum Urteil stammt sie aus dem Zweiten Weltkrieg, als diese Art von Geschossen sehr verbreitet waren. Die wurden während des Ersten Weltkrieges von John Browning für Antiflugwaffen entwickelt. Ja, steht da Antiflug. Wenngleich sie später auch in Flugzeugen oder bei der Marine mit der Browning M1921 eingesetzt wurden. Die 50er BMG-Patrone war seit dem Zweiten Weltkrieg bei jedem größeren Konflikt präsent und ist die bekannteste Patrone auf der Welt. Ah, ne? Das ist ja sehr interessant. Okay, annehmen. So, damit passt es auch für den Part. Ich meine, wir haben ja keine Aufträge mehr. Wir gehen jetzt zurück zum Büro. Zack. So. So, und ab in den Computer. Oh Mann, wieder das Lachen. Und ab in den Computer. Erstmal Sammlung. Ja gut, okay, nur das haben wir, das verkaufen wir. So. Okay, wir können auch bald schon die nächsten Metalldetektor freischalten. Haben wir schon mal so weit, nur das geht. So. Also, E-Mail. Ja, genau, jetzt geht's weiter an die schottische Küste, aber das gleich. Jetzt, wie gesagt, nochmal zur Sammlung und jetzt pass auf.
Unbezahlbar. Aber jetzt pass auf, unsere Sammlung ist folgendes geblieben. Die Handgranate. Ich beweise es euch. Schaut mal bitte hierhin. So, und jetzt dazu, Leute. Das darf man nicht. Wir dürfen niemals Kampfmittel behalten. Nicht erlaubt. Es sei denn, die Polizei und der Kampfmittelschutzräumdienst und die Archäologie genehmigen das. Sollte so ein Fall eintreten, dann ja. Aber sonst nein, Leute, niemals. Deswegen hat der Entwickler des Spiels hier in dem Fall einen Fehler gemacht, Leute. Ne? Also wenn ihr das Spiel spielt und ihr seht, ihr habt diese Handgranate behalten. Nein, Leute, darf man nicht. Das ist hier leider ein Fehler. Da hat der Entwickler des Spiels leider einen Fehler gemacht. Das darf nicht. Ne? Dass ihr Bescheid wisst. Okay, ansonsten würde ich sagen, ich danke fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch. Und hinterlasst mir nette Kommentare, wie auch gesagt. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu dem Hobby, einfach in die Kommentare, ne? Okay, bis zum nächsten Mal. Bye!